Yo Leute und willkommen zurück zu Crash Bandicoot 4, It's About Time. Heute hoffentlich ein bisschen fitter als in der letzten Aufnahme und vielleicht ein bisschen erfolgreicher. Aber wir werden sehen, wir sind hier auf einer orbitalen Raumstation, wo sich auch irgendwie Entropie, glaube ich, rumtreibt. Und können eine neue Maske nutzen, mit der wir an der Decke rumlaufen können. Interesting. Sorgt schon wieder für Gehirnschmerz, muss ich sagen. So. Leider nicht erwischt. Dann halt von hinten, mein Freund. Und irgendwie an der Decke über solche Passagen zu springen, macht mir irgendwie auch Probleme. Weil ich auch nicht so genau sehen kann, wo ich mich da genau befinde. Aber ich fürchte, früher oder später werden das tun müssen. Auch eine lustige Art, Kisten auszulösen. So. Ich glaube, hier sind wir auch irgendwo letzte Mal gestorben, oder? Ich weiß gar nicht mehr so ganz genau. So, weg mit dir. Wow, das war knapp gewesen. Ach, meine Maske ist weg, okay. Okay, das war quasi für die Eingewöhnung an diese Maske oder die kleine Einführung in diese Maske. Ich denke mal, jetzt geht der Level erst richtig los. Ein Checkpoint immerhin. Oh, da ist auch der versteckte Diamant. Der war nicht ganz so gut versteckt. Wow. Okay, die Dinger bleiben immerhin beständig, diese Plattformen. Die hätten mir jetzt fast so ausgesehen, als wenn sie nicht so beständig wären. Junge, was geht mit dir? Was sagt mir dieses Gebritzel? Kann ich da zwischendurch springen? Ja. Sauer. Er macht da voll den Zinnober und es beeindruckt einen rein gar nicht. Oh, jetzt hat er mich doch ein bisschen beeindruckt, aber das kam auch irgendwie überraschend, muss ich sagen. So, hinfort. Und dann schauen wir gleich mal. Meine Fresse, ey. Es ist auch. Er steht auch ein Stück hinterm Türrahmen, ne? Das macht es irgendwie auch so verwirrend. Warum steht er nicht genau im Türrahmen? Das würde das Absprung-Timing doch etwas vereinfachen. Naja, gut. Das war jetzt mein Fail gewesen. Einfach mal zu früh abgesprungen von der Seitenwand. Ach komm, egal. Zack, 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 hier alle Früchte mitnehmen. Das hier dauert leider immer einen Moment. So. So, erstmal vor ihm gelandet. Sehr gut. Und weggehauen. So, das hier sieht doch eigentlich schon wieder nach einer Passage aus, wo man auch an der Decke laufen kann. Aber wir können es nicht, aber er kann an der Wand stehen. Aber ich glaube, er ist auch wie so eine Art Robo oder was, der sich da mit seinen Füßen oder wie auch immer festhalten kann. Muss das hier so sein? Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Und der nächste Checkpoint. Und wir kriegen wieder so eine Maske. Ja, sehr nice. Und jetzt gibt es hier in einer Seitwärtspassage irgendwie Decken-Action. Nee, irgendwie kommt man da nicht durch. Muss ich hier jetzt ernsthaft so eine... Ich fall... okay, wenn ich einmal in der Luft bin, beliebig oft kann ich die Richtung anscheinend nicht wechseln. Nee, ich kann es nur einmal an- und ausschalten, wenn ich in der Luft war. Und dann muss ich erst wieder irgendwo landen, um die Richtung wieder umkehren zu können. Ja, da hätte ich mich vielleicht mal ducken sollen. Aber komischerweise, wenn ich einmal in der Luft bin, kann ich umkehren.
Aber ohne Zwischenkontakt kann ich nur noch ein weiteres Mal umkehren. Okay. Ja, das wird ja lustig werden. Obwohl, es ist, glaube ich, auch eher so gedacht, ne? Ach du Scheiße. Wow, das war jetzt auch schneller als gedacht. Ui, da habe ich schon wieder was berührt. Meine Fresse. Das macht es nicht einfacher, diese Maske. Die macht es ganz schön kompliziert, ehrlich gesagt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ganz am Anfang habe ich was verpasst. Es sah irgendwie so aus, als wenn man da oben rein könnte. Vielleicht hätte ich da einfach die Schutzmaske nehmen sollen und da durchbrechen sollen. Das wäre eventuell noch was gewesen. So, was macht er mit seinem Traktorstrahl? Will man es wissen? Ich will auf jeden Fall die Maske mitnehmen. Ich sehe nichts. Okay. Okay. Da habe ich relativ spät gecheckt, was Sache ist, und mal so gar keine Kiste mitgenommen. Das heißt, jetzt auf jeden Fall, also ich glaube, ich habe eine so eine mehr oder weniger Secret-Passage verpasst und gerade in der Sequenz auch einige Kisten nicht mitgenommen. Ah, ich hätte wirbeln müssen. Oh, es geht immer noch. Ah, ich hätte nochmal wirbeln müssen. Von daher wird dieser Level auf gar keinen Fall vollständig sein. Aber wohl hier mal jetzt nochmal die Chance. Runter. Was? Ach Leute, das ist alles zu schnell für mich. So. So, wie sieht's hier aus? Hier muss man jetzt auch noch mal zwischendurch springen. Ja klar, ich halte gegen die Wand, weil ich an dieser Wand entlanglaufen will und dadurch kehrt er aber auch im Sprung um. Vielleicht muss ich... Ja toll, es ist direkt weg. Vielleicht muss ich gar nicht gegen die Wand halten. Boah, ich hätte fast alles bekommen. Aber auch nur fast. Ich glaube, wenn man einmal dran ist, muss man tatsächlich nicht mehr gegen die Wand drücken. Ja gut, man kann natürlich auf diese Wumperfrucht da unten scheißen und so kriegt man dann einfacher alle Kisten. Jo, zack, zack, zack. Okay, wenn man nicht gegenhält, ich glaube, dann ist es gleich auf jeden Fall einfacher. Aber die dicke Wumperfrucht hätte ich doch gerne. So, dann machen wir es mal ohne Gegenhalten. Wow, war das so gedacht? Boah, ich kriege einen Anfall, ohne Witz. So, weg mit dir. Was? Da oben war ein Loch in der Decke. Ey, das kann man doch kaum sehen. Scheiße. So. Na gut, dann nochmal die ganze Reise. So. Hey, also diese Stelle hier verstehe ich auch noch nicht so ganz, wie man hier dann gescheit rauskommen soll. Aber nun gut. Ach guck mal, jetzt sind die auch alle gerade hier dran. So, wo endet jetzt... will ich noch an der Decke sein? Nee, eigentlich nicht. Nicht, wenn es sich vermeiden lässt. Juhu, ich wollte gerade sagen, ey geil, ich hab's geschafft. Und ja, dann kam noch ein Gegner um die Ecke. Meine Fresse. Ui, das wäre auch schon wieder fast schief gegangen. Warum habe ich da kurz mein Bein rausgehalten? Ich weiß es nicht.
Kisten. So. So, wie geht das hier? Irgendwie macht das mehr oder weniger automatisch und ich habe einen Deppen-Checkpoint bekommen. Sehr nice. Und er läuft auch an diesen Dingern falsch rum. Also es ist schon irgendwie witzig gemacht. So, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich da hinten nicht in diesen Gegner reinrenne. Ey, Leute, was soll das? Ah ja, Deppen-Checkpoint. Oh, nee, das war falsch. So, sicherer Halt an der Decke. So, so, so. Beim ersten Mal habe ich automatisch einen Doppelsprung gemacht. Und jetzt vergesse ich ihn, ey. Kann nicht wahr sein. Ach, ich weiß auch nicht. Entweder bin ich zu blöd oder das Spiel ist zu schwer. So, und jetzt, was machen wir mit dem da? Ich bin mir noch nicht so sicher. Naja, erstmal Checkpoint. Aber trotzdem würde mich mal interessieren. Ich glaube, den kann man ganz normal besiegen, wenn man ihn richtig erwischt. Ja, man muss natürlich auch erstmal im Blick haben, was man da überhaupt tun muss. Wow, was stimmt denn mit dir nicht? Wow, sag mal, was machen die hier? Checkpoint, sehr nice, aber irgendwie steht da rechts noch einer, der macht mir irgendwie ein bisschen Angst. Aber egal, wir nehmen erstmal die Bonus-Stage hier mit. Ach, und wie sollte es anders sein? Es ist auch irgend so eine... Wir müssen irgendwas an der Decke machen, Nummer. Oh, fuck, die Dinger sind in meiner Ebene. Das hatte ich jetzt gar nicht so mitgenommen. Nee, ah, jetzt... Ich war mir noch nicht so sicher, wie ich diese Kiste da kriegen soll. Ich glaube, jetzt weiß ich es aber. Beziehungsweise, das wäre zumindest mein Ansatz. So. Und jetzt müssen wir nur noch einen geschickten Bauchplatscher machen. Ungefähr so, denke ich. Oh Gott. Ich wusste nicht mehr, wohin. Ey, die Bonus-Stages werden auch immer beschissener, ohne Witz. Ui, knapp war's. Boah, keine Ahnung, ob das so gedacht war. Irgendwas hat hier auf jeden Fall funktioniert. So. Ja gut, das Ding da will ich eigentlich auch mitnehmen, oder? Woody. Na doch, eigentlich stehe ich hier irgendwie ganz gut, denke ich. Huh. So. Nein, weil mich der Bauchplatscher zu weit runtergedrückt hat, bin ich da jetzt draufgegangen. Ansonsten war ich eigentlich ganz gut unterwegs. Es ist echt der Wahnsinn, woran man hier alles sterben kann. Ohne Witz, Leute. Aber hier sind immer noch drei Kisten, wo ich nachher irgendwie nochmal hinkommen muss. Scheiße, die grüne Kiste vergessen.
Man muss hier echt auf ganz schön viel achten, dieser Kack-Bonus-Stage hier. So. Ah, zu tief, ey. Er hat dann ganz schön eine Beschleunigung, wenn er einmal am Fallen ist. Aber irgendwann bin ich mir sicher, wird auch das hier gehen. Aber ich glaube, ich muss hier nachher noch einmal komplett zurück. Das ist wieder ein bisschen doof, muss ich sagen. Vielleicht sollte man das eher machen. Einmal runterfallen, den Doppelsprung machen, dann hat man wieder ein bisschen Zeit gewonnen. Und erst dann die Schwerkraft umkehren. Das könnte auch noch eine ganz gute Taktik sein. So. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Boah, war das knapp. So, das machen wir lieber so. So, ich glaube, hierbei sind wir bei der Aktion. Sind wir das letzte Mal gestorben? So, hier ist der Ausschalter. Für... Die letzten Kisten 3 waren da. Dann wären wir bei 30. Hier sind 4. 2 hangen da noch. Ja, ich muss jetzt noch mal kurz zurück. Die Kisten kaputt machen. Die da bisher nur als, wie sagt man? Genau die 3 da, meinte ich. Die bisher nur als schemenhaftes Dingens da waren. Keine Ahnung, wie man es nennen soll. So, ich glaube, ich gehe lieber mal hier drunter. So. Und jetzt? So war es ganz gut, oder? Ja, ich glaube, jetzt haben wir es. Jetzt muss ich die da noch kriegen. Aber das sollte eigentlich nicht das Riesenthema sein. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bamski, alle Kisten. Aber trotzdem, das war irgendwie seltsam und auch irgendwie hart. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zack, weg mit dir. So, auch weg mit dir. Oh, da war eine Kiste. Eigentlich will ich das nochmal machen. Es ging auch ohne Kiste. Und mit Kiste ist es viel schwieriger. Ey, es war so klar. Zack. So, mal weg mit dir. Zack. So. Oh Gott. Nein, ey. Ich wollte noch wegspringen. Aber irgendwie wollte Crash nicht. Warum? So, wo bleibst du? Zack.
Ey, manchmal gibt er ganz schön Gas, wenn man die Richtung wechselt. Und manchmal dauert es ein bisschen. Ja gut, wahrscheinlich, weil ich gerade gesprungen bin und diesen Aufschwung hatte. So. Boah. Hier ist ganz schön viel Gebritzel los, muss ich sagen. Ach, Junge. Die nerven echt am meisten. So. So. Willst du nochmal? Ich dachte mir schon, dass du sowas machen willst. Boah, das war auch knapp gewesen. Viel knapper, als es sein sollte. Aber es hat irgendwie nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ui, der schießt ja auch, richtig. Sag mal, Jungs, was stimmt mit euch nicht? Warum müsst ihr hier immer den Stress machen? Ohne Witz. Komm, schieß. Danke. Ja, ich weiß, hinter dir steht auch einer. Das habe ich vorhin festgestellt. Gut, wo kommt der nächste hier? Jetzt habe ich kein Schutzschild mehr. Man weiß es nicht. Erstmal kommt ein Fahrstuhl nach unten. Und kein Weg zurück. So, ich finde... So langsam könnte ja nochmal ein Checkpoint kommen, oder? Okay, ich muss erst oben was machen, dann unten links. Na, scheiße, scheiße, einen verpasst. Habe ich ihn doch irgendwie bekommen? Aus Versehen mitgenommen? Okay. Ich könnte schwören, ich hätte eine Kiste verpasst. Aber gut, ich nehme trotzdem gerne den Diamant für Vervollständigung mit. Dann muss ich hier nur nochmal mit maximalem Verlust von 3 Leben durchkommen. Das wird ja überhaupt kein Problem sein. Und es geht weiter auf die nächste Raumstation und ein Dr. Neo Cortex Level. Ich freue mich. Wieder mal eine Moveset-Umgewöhnung und eine Rückgewöhnung, was mir irgendwie wieder alles schwer fallen wird. Aber egal, da müssen wir irgendwie durch. Versandfehler. Das heißt aber, dieser Zeitstrahl oder dieses Zeitstrahltreffen, ist uns das gerade in dem Level aufgefallen? Also mir nicht so direkt, muss ich sagen. Da bin ich mal gespannt, worauf das hinausläuft. Aber so einer Raumstation... Ich muss das Schiff finden. Hätte ich doch nur nicht die Teleportfunktion meines Blasters durch einen Hardtrockner ersetzt. Aber auf einer Raumstation müsste sich Cortex doch wohlfühlen, oder? So, warum hängt da hinten ein Schalter rum? Was genau hat der jetzt aktiviert? War hier schon irgendwas? Ne, ne? Nee, komm. Man hätte ja auch irgendwo diese Kistenandeutungen sehen müssen. Ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Kann mir da jemand mal einen richtigen Ausdruck für sagen? Ich weiß nie, was ich dazu sagen soll. Ich will nochmal was probieren. Ach so, ich hätte da natürlich versuchen können, durch die Kisten mit meinem Kopframmer durchzugehen, oder? So hätte ich es mir irgendwie vorgestellt. Ich war nur zu früh dran. Okay, das machen wir jetzt nochmal. Die Kisten lasse ich mir nicht nehmen. Ja, und er macht den Teufelsabflug. So. Genau, damit kommen wir durch die Kisten durch, wenn wir es im richtigen Moment mal auslösen würden.
Warum komme ich da nicht rein, verdammte Axt? So, letzter Versuch. Ansonsten ist es mir erstmal egal, ehrlich gesagt. So. Er hat ja auch keinen Doppelsprung, mit dem man seinen Abschwung hier mal ein bisschen besser timen kann. So, es geht doch. Ach so, da ist eine durchgehende Britzellinie zwischen. Warum sagt mir das keiner? Ja gut, es ist bei allen diesen Dingern, ne? Es waren, hier sieht man es relativ deutlich. Nur in der Perspektive da unten ist es relativ schwierig zu erkennen. Ja, und wieder nicht geschafft. Und dann gehen wir jetzt mal weiter hier. Na ja gut, wir haben noch eine Chance. Das Ding kam deutlich schneller wieder runter, als ich gedacht habe. Diese Stampfer in Crash Bandicoot 2 in den Eishöhlen zum Beispiel, die waren da doch irgendwie deutlich behäbiger, wenn ich mich richtig erinnere. Naja, gut, aber langsam sollte ich mich mal ein bisschen anstrengen, weil die Leben sonst ein bisschen knapp werden. Ey, wie knapp dieses Zeitfenster da einfach mal ist, das gibt's nicht. Wow, es hat mich schon wieder mitgenommen. Ja, nice. Wow. Wow, das war deutlich knapper gewesen, als mir lieb war. So, ein Checkpoint. Und ansonsten ist hier nichts. Gut. Ja gut, die sind natürlich deutlich einfacher zu besiegen. Beziehungsweise umzuwandeln mit Dr. Neo Cortex. Hm. Da oben ist auch noch einer oder mehrere. Wow. Was macht denn das hier? Kann ich einfach durchgehen oder was? Boah, Leute. Ohne Witz. Warum treffe ich euch nicht? Ja, dann halt so. Warum habe ich nicht direkt diesen Kistenturm da benutzt? So, oh Gott, ey. Was ist das schon wieder für eine Scheißpassage? Auch noch mit Kisten links und rechts. Ey, meine Fresse. So einfach geht das, meine Freunde. Kann ich hier einfach so drüber huschen, ohne zu springen? Nein. Ich muss schon einmal springen. Und das dann alles im Vorbeifahren. Nicht schlecht. Ich sehe schon den nächsten Game-Over-Bildschirm kommen. Ich muss noch ein paar Wumperfrüchte mitnehmen, Leute. Ansonsten könnte das hier eng werden. Und das Geile ist, da hinten stehen ja auch wieder zwei so Typen rum, die irgendwas auf mich schießen wollen. Sag mal! So. So, wie kann man das jetzt mal am besten angehen? Ich weiß es noch nicht so recht. Null Chance, ich sehe auch nicht, wo ich da in der Luft bin. Ist doch alles Dreckskacke, ohne Witz. Ach, die Kisten könnte ich auch nochmal mitnehmen zwischendurch. Jo, nochmal ein Leben. Weil es ein bisschen hinauszögert. Nee, so kriege ich keine Wumperfrüchte raus. Ich dachte es mir schon fast. So. Okay, die Passage hier nochmal zu spielen mit diesen beiden Kisten da. Das wird auch mega spannend werden. Komm, geh du mal weg. Wie soll ich denn hier noch höher kommen?
Aber ich denke, die Frage hat sich gleich eh erledigt, weil die Dinger werden ja keine Trampoline mehr. Warum auch immer, werden sie jetzt auf einmal transparent. Wie soll ich denn da hinten noch höher kommen? Ach, die muss ich auch noch kaputt machen. Ich hätte eher springen sollen. Okay, letzter Versuch. Dann ist eh Zeit für eine Pause. Obwohl, vielleicht kriegen wir noch einen Versuch. So gerade eben. Ja, sieht so aus. Da hinten kommen ja auch nochmal zwei Kistchen. Oh. Egal, die lassen wir jetzt erstmal stehen. Ach so, ach, die Kisten kann ich einfach abschießen mit meinem Blaster. Das ist ja noch einfacher. Nichtsdestotrotz, ah ne, da ist noch ein Checkpoint, den schließen wir schon mal ab. Hier machen wir erstmal ein kleines Päuschen und schauen beim nächsten Mal weiter. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.